Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem ja ernst heiteren Thema. Der Hugo Rahner war ja nicht so bekannt wie der Karl Rahner, aber der Hugo Rahner hat dem Karl Rahner sehr viel Informationen über die alten Kirchenväter geben können. Und er hat das wunderschöne Buch geschrieben, Das spielende Mensch. Also Hugo Rahner, der spielende Mensch, die spielende Gott. Die spielende Kirche, das sind Untertitel. Ich empfehle das sehr, da ist Humor essentiell drinnen. Und warum ich überhaupt zu dem Thema kam, ich muss das kurz sagen, Sie haben es ja schon anklingen lassen. In der Psychotherapie-Szene herrscht eigenartiger Ernst, manchmal fast tierischer Ernst. In der Medizin, das ist auch eine Heilswissenschaft, herrscht auch sehr viel Ernst. Und in der Heilsanstalt Kirche geht es ähnlich zu. Und das ist mir aufgefallen komisch. Es gibt die frohe Botschaft und es geht so ernst zu. Oder in der Medizin, das Lachen ist gesund. Das haben die Urmenschen gewusst. Da braucht man keine Hirnforschung, dass man das bestätigen kann. Ne? Und das hat mich eigentlich, das war, na, ich kann es genauer sagen, ich habe 10 Jahre lang als Therapeut gearbeitet in meiner Praxis und dann habe ich mir einen Tag freigenommen und habe nur mir die Karteikarten angeschaut, an die Menschen gedacht, die ich in Therapie hatte, wie das gelaufen ist und habe einfach einen Besinnungstag gemacht. Und da ist mir bewusst geworden, Mensch, wenn es keine Probleme gibt, gibt es keinen Witz. Kein Humor, das wäre traurig. Und dann ist mir bewusst worden, Witz und Humor, ich meine, jetzt der gute Witz, bei uns herrscht fast nur ein blöder Witz, das muss ich ehrlich sagen. Und man lacht auf Kosten anderer, was wir machen und so. Das gehört auch dazu, ja. Aber das ist nicht das Maßgebende. Das Maßgebende ist, dass man über sich selber die eigenen Schwächen und Macken einmal lachen kann. Und dass man gemeinsam lachen kann, aber nicht entwertend, sondern humorvoll. Da ist ja schon das Thema angeklungen. Und das hat mich eigentlich bewogen, dann, es auch in der therapeutischen Arbeit, einfach viel mehr Humor, Witz als, wie soll man das sagen, der Witz kann in einer Therapiestunde ein Problem so an Punkt bringen, dass man dann kurz lachen kann. Und man wird konfrontiert mit dem Problem, das man eigentlich hier lösen will. Ja? Ich sage Ihnen ein ganz Beispiel. 19-jährige Frau, die vor einem halben, also die war ein halbes Jahr verheiratet, Flucht in die Ehe, weil das Elternhaus schrecklich war, kann man sich vorstellen. Und der Mann hat sie nach einem halben Jahr verlassen. Und die Frau war verzweifelt, wollte sie umbringen. Ja? Ist dann bei mir gelandet, die aber eine Krisenintervention gemacht. Und zuerst war es wirklich entsetzlich. So ein junger Mensch, da bricht die Welt zusammen, völlig. Ja. Und dann ist aber schon so ein bisschen mehr Aggression gegen den Haberer, der sie verlassen hat, rauskommen. Und Sie wissen, Depression ist eigentlich Aggression gegen sich selber gerichtet, vereinfacht gesagt. Ja. Wenn man eine bittere Enttäuschung erlebt hat, dann will man nicht mehr leben und will sie umbringen oder hat so Fantasien, da richtet sie die Wut eigentlich gegen sich selber. Ja? Und bei der Frau kam so irgendwie dieser Widerling, der hat mir eh nicht verdient und so. Ja? Und ist ein bisschen Aggression gekommen. Und dann ist man, nachdem ich mir über 50.000 Witze durch mein kleines Großhirn habe gehen lassen, über viele Jahre natürlich, ist man Witz eingefallen, ein feministischer, kein besonders guter Witz. Aber für die Situation haben wir gedacht, er verstärkt diese Gefühle. Und ich erzähle ja, sage, wissen Sie den Unterschied zwischen einem überfahrenen Ehemann und einer überfahrenen Ratte? Vor der Ratte ist ein Bremsweg. Ja, ungebremst die Aggression raus. Sie hat lachen müssen und hat weiter geschimpft. Ja. 4 Wochen später war die Krise überwunden. Ja. Also ich glaube, Sie verstehen jetzt, dass wenn man Witze auf Lager hat
und sich damit beschäftigt und es fällt einem da was ein, gerade zu der Situation, dann kann das genau gewisse Gefühle, heilsame, verstärken, ja? Ein Problem beleuchten. Einen Witz erzähle ich gern, weil der komischerweise Irrenwitz, er wird als Irrenwitz geführt. Zwei Irre brechen aus der Anstalt weg, also hauen ab und damit schnell wegkommen, laufen sie auf den Schienen der ÖBB. Laufen und laufen. Ja? Dann dreht sich der eine um und sagt, das schaut zu hinter uns. Sagt der andere, müssen wir schneller laufen und das Gepäck wegwerfen. Ne? Dann schaut er wieder zurück, der Zug ist ganz knapp hinter uns. Sagt der andere, wenn jetzt nicht sofort der Weiche kommt, sind wir verloren. Ne? Und ich habe gedacht, okay, das wird das Ehrenwitz erzählt. Ist das nicht der ganz normale Wahnsinn? Ne? Man kommt nicht von die Gleise runter, ne? Weil man eingefahren ist. Und man hat Angst, was zu verändern, obwohl man schon so drunter leidet. Ja? Ich würde das gern von der Bischofskonferenz auch so sagen. Das ist ein Jammer, aber es ist so. Ja? Okay, also ich glaube, Sie verstehen jetzt, warum ich zu dem Thema gekommen bin. Und ich denke jetzt an einen Priester, den ich kennengelernt habe als Student. Wir haben Zimmer an Zimmer mal gewohnt, so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und haben mal über christliche Spiritualität nachgedacht. Was ist das Wesentliche eigentlich? Und der Priester heißt Josef Bretz, ist ein St. Pöltener Pfarrer, schon in Pension, ein bisschen jünger als ich, aber auch schon älter oder alt, wie man sagt. Und der hat es auf den Punkt gebracht, nämlich er hat mit zwei Worten hat er das zusammengefasst, worüber wir geredet haben. Hinknien und hineinknien. Ich sage es uns, also im Dialekt ist es noch besser. Knien, hinknien und danken für all das Schöne, was es im Leben auch gibt. Ja? Natürlich gibt es auch viel Shit und viel Elend. Aber Dankbarkeit ist eine Grundsache. Ja? Hinknien und einknien. Einknien, wo man so sagt, dass man was ändert, verbessert, an sich arbeitet, an Beziehungen arbeitet und was für Frieden und Gerechtigkeit tut in seinem kleinen Bereich. Ja? Hinknien und hineinknien. Ich finde keine bessere Definition für christliche Spiritualität und auch für Lebenskunst. Also braucht man gar nicht religiös sein oder irgendwie kirchlich. Ne? Menschen, die dankbar sein können, die entwickeln dann auch Humor. Verwöhnte Milchkinder können keinen Humor entwickeln, weil da ist alles selbstverständlich. Die steht mir alles zu. Ja? Während jemand, der ja, dankbar ist, der kann sich freuen an einer Blume, die da irgendwo von der Hauswand das bisschen Erde nützt und blüht. Sie verstehen, was ich meine. Es sind die kleinen Dinge, die eigentlich glücklich machen. Okay, das war jetzt, könnte man sagen, was hat das mit dem Thema zu tun? Das ist der Hintergrund. Ja? Es hat mit Spiritualität zu tun, hat auch mit Wissenschaft zu tun. Aber zur Wissenschaft, wenn ich kurz sagen darf, da gibt es sehr viele verschiedene Verständnisformen. Ich finde die von dem Philosophen Karl R. Popper, der übrigens ein gelernter Tischler war. Das ist hochinteressant und darum ist er als Philosoph nicht so abgehoben. Der Popper hat gesagt, es gibt zwei Arten von Wissenschaft. Es gibt die Kübeltheorie der Wissenschaft und es gibt die Scheinwerfertheorie. Die Kübeltheorie sagt, das ist wie der Maurer, der halt einen Mörtel oder einen Kübel oder einen Tiergel im Kübel hat. Das ist verdinglicht. Da wird was verdinglicht. Bei der Scheinwerfertheorie betrachtet man ein Phänomen von einem bestimmten Standpunkt, ja, mit einem gewissen Interesse. Also die Scheinwerfertheorie ist vorsichtiger, ist offen. Die Kübeltheorie macht fertiges Wissen und dann wird man auch fertig. Also fertig im schlechtesten Sinn. Ja? Sie verstehen, was ich meine. Kübeltheorie
die heutige Wissenschaft, das Grundverständnis ist eigentlich, die Frage muss immer weitergehen. Wir erfahren immer wieder neue Dinge und dann noch umso mehr neue Fragen. Also Wissenschaft lebt vom Zweifel und von der Offenheit. Wenn eine Wissenschaft sich fertig macht, dann macht es alles fertig, dann ist es unbrauchbar. Dann macht es nämlich auch die Menschen fertig. Ja? Also, und dazu möchte ich nur ein ganz Beispiel, weil ich da immer Psychologieunterricht damit begonnen habe, mit dem Prinzip Bescheidenheit. Das hängt wirklich alles zusammen. Überlegen Sie einfach mal, dieses kleine Stückchen Haut, der Daumenabdruck, hat eine individuelle Note. Das heißt, ich bin unter Milliarden Menschen identifizierbar, allein durch den Daumenabdruck. Das ist nicht einmal ein Promille, im Promillbereich von der Haut, dem größten Organ, wenn man so will. Ne? Wenn man jetzt überlegt, wie individuell ist die Art, wie man denkt, wie man fantasiert, wie man empfindet, welche Gefühle man hat. Verstehen Sie? Da wird man bescheiden. Und das ist gerade dem Psychologen, muss man das oft sagen, weil die hauen oft so rum mit Wissen und glauben, dass sie damit schon was erreichen. Nee, so ist es nicht. Ja. Also ich habe jetzt ein bisschen ab, Sie sehen schon, es hat mit Spiritualität sehr viel zu tun, es hat mit Lebenskunst zu tun, das Phänomen Humor, und hat auch mit Wissenschaft zu tun, aber eben mit einer offenen, bescheidenen Wissenschaft. Und dieses über den Dingen stehen meint, man gewinnt zum Beispiel eine Distanz sich selber gegenüber. Nehmen wir ein Beispiel. In dem Fall ist es das nicht, dass man zu sich selber sozusagen auf Distanz geht, sondern zu was Unangenehmen. Der Rabbi geht mit seinem 5-jährigen Sohn spazieren. Frühsommer, wunderschön, Sonnenschein, Vogel singen. Und der Rabbi erzählt halt begeistert seinen Sohn, wie schön Gott die Welt gemacht hat. Ja? Und die Schmetterlinge und all das. Und das bunte Farben und ja, das einfach das Treiben der Natur. Und bewundert das. Und plötzlich sagt der Kleine, Papa, jetzt hat dir ein Vogel auf deinen schönen neuen Sommerhut geschissen. Er sitzt einfach fort, danken wir Gott, dass er den Kühen keine Flügel hat wachsen lassen. Ne? Das ist Humor. Ne? Ist doch herrlich, weil das war echt etwas. Und nicht, er hätte sich ja ärgern können darüber. Na, wozu? Es geht da anders. Ja? Oder ich denke an den Kabarettisten Werner Fink. Der war in der Hitlerzeit in Berlin, hat mit Freunden ein eigenes Kabarett gehabt und hat 1942 mitten im Krieg bei einer Aufführung am Kabarett, er stand auf der Bühne, hat er gesehen, dass zwei SS-Männer mitschreiben. Dann ist er vorgegangen, die Bühne, und hat so lachend gesagt, kommen Sie mit oder soll ich mitkommen? Das ist doch genial, ne? Dann hat er so geglaubt. Sie haben ihn dann wieder verhört, er ist einmal ein paar Wochen eingesperrt gewesen. Aber das war uns so. Und in Österreich haben wir einen ähnlichen Kerl gehabt, wo ich das Glück hatte, ihn 10 Jahre lang gut zu kennen, den Monsignore Otto Mauer. Ja. Künstler, Seelsorger und. Aber er ist einer der wichtigsten Menschen gewesen der österreichischen Kunstförderung. Ja? Und der gute Mauer war einfach zu offen. Ja? Hat gepredigt, er war Domprediger auch, hat gepredigt. Es spielen sich da Herren auf, nicht wahr? Aber unser Herr ist Gott. Ja? Das war eine Anspielung auf die Herrschaften, die neuen. Ja? Dann ist er wieder verhört worden und so. Und der Mauer war in der ganzen Hitlerzeit unterwegs mit 2 Dingen. Die hat er immer bei sich gehabt. Eine Bibel und ein Zahnbürstel. Weil er immer rechnen muss, dass er eingesperrt wird. Ja?
ist er auch oft worden und kann ihn in die Zauten dann wieder freigekauft. Ja. Die haben Humor gehabt, ein bisschen Galgenhumor fast. Ne? Wieder, ja. Okay, Sie sehen jetzt schon, der Karl Valentin hat diese Relativierung schön ausgedrückt. Nicht? Jedes Ding hat eben drei Seiten, man sagt meistens nur zwei. Es hat auch eine komische Seite, es hat eine gute, eine schlechte und eine komische. Oder Sie wissen vielleicht, was der gemeinsame Nenner von Optimist und Pessimist ist. Das ist der Mist. Optimist, Pessimist. Der gemeinsame Nenner ist der Mist, nämlich das Widerliche, das Ungute. Und der Optimist schaut nur auf das Gute, der Pessimist fast nur auf das Schlechte. Und der Realist sieht beides. Ja? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man realistisch ist, dass man, auch wenn die Scheiße, entschuldigen Sie, arg ist, dass man immer nur auch Lichtblicke sieht. Ja? Dass man nicht nur positiv oder nur negativ, das ist gefährlich. Oder wie der Anselm Feuerbach, Schriftsteller und Maler, hat so treffend gesagt, der echte Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie, mit ihrem eigenen Leid zu spielen. Spielen, in dem Fall ist sehr was Positives. Ein Problem vielleicht durchspülen, dann kann man es leichter lösen. Ja? Also mit dem eigenen Leid zu spielen, heißt dann einfach, man nimmt es auch an und man versucht, das Beste daraus zu machen. Und das ist der echte Humor. Und ich muss jetzt den Begriff jetzt nur mal gern von links. Nämlich, es wird sowohl im deutschen Raum wie auch im angloamerikanischen wird Humor als Oberbegriff genommen für alles, was uns zum Lachen bringt. Ne? Also Spaß, Spott, Blödeln, was immer auch. Ja? Das ist aber falsch. Nämlich all das, was uns zum Lachen bringt, das ist das Komische. Das sind Komiker, die uns zum Lachen bringen. Homos, griechisch, ist das Lachen des Volkes. Also wann die Dionysos-Feste waren, ne? Da wurde gefeiert, gesoffen und so. Da ist wild zugegangen, das Volk hat gelacht. Ne? In den mittelalterlichen Fastnachtsspielen hat man Leute mit Bischofskleidung durch die Dinge gehetzt und so. Also man hat sozusagen die Ordnung am Kopf gestellt für Fasching. Ne? Das ist, wie soll man das sagen jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. es ging um das Negative. Was war das Letzte? Was jetzt? Kommas, genau, danke. Ne? Und der Oberbegriff für all das, was uns zum Lachen bringt, wäre Komiker oder das Komische. Während der Humor ist das Edelste von diesen komischen Gesellen. Ja, ich nenne gerne die Familie des Komischen, sind vor allem der Witz, der Spaß, der Spott und der Humor. Aber der Humor ist mit Abstand der höchste, weil er aus unserem Liebesbedürfnis, aus unserer Liebesfähigkeit geboren wird. Ja? Der Hass, da weiß ich, wenn man wen das total entwertet und beleidigt, das ist ein Ergebnis der Aggression. Das kann ja legitim sein. Ja? Wenn ich denke, in der Hitlerzeit hat es wirklich gute Witze gegeben, damit man das aushält, was man da aushalten muss. Dass man kurz einmal lachen kann. Ja? Auch Aggression ist angebracht, ist keine Frage. Aber ich werde diese vier Formen dann eh noch kurz beleuchten. Aber der Humor ist einfach für mich das Hochgebirge des Komischen, wenn man so will. Ja? Das Flachland des Witzes, das ist oft sehr flach. Man sagt sogar Flachwitze. Ja, und jetzt ist so, wir purzeln wirklich unfertig in die Welt und es ist die Gefahr groß, dass wir dann fertig gemacht werden. Der Erich Kästner,
hat es, seine politischen Schriften sind leider viel zu wenig bekannt, war unglaublich kritischer Geist, nicht nur Kinder- und Jugendbuchautor. Der Erich Kästner hat in seiner Ansprache zu Schulbeginn, vielleicht kennt Sie jemand von ihm, hat es wunderschön beschrieben, Ansprache zu Schulbeginn. So quasi, du sitzt ja nun der Kinder, Früchtchen seid ihr gewesen, Spalierobst sollt ihr werden. Aufgeweckt seid ihr bis jetzt gewesen. Jetzt wird man sie einwecken. Einwecken, nicht? Vom Baum des Lebens in die der Zivilisation. Also das Lebendige, man hat sogar dann gesagt, es beginnt der Ernst des Lebens. Der Erich Kästner hat gesagt, man müsste ein neues Schulfach machen, nämlich die Lachkunde. Es gibt so viel Sachkunde, es soll auch Lachkunde geben. Weil es ist viel im Leben besser auszuhalten, wenn man auch lachen kann. Ne? Und ja, und gegen die Gefahr des Fertigmachens bleibt das innere Kind und hoffentlich auch das Gesunde. Es gibt auch ein verletztes inneres Kind. Das ist keine Frage. Aber es gibt auch dieses noch gesund gebliebene oder die gesunden Anteile unserer Kindlichkeit. Und die wollen spüren, die lassen sich nicht was gefallen. Ja? Mir fällt der irgendwann ein Witz von einem Erstklässler, der kleine Martin, hat Geburtstag gefeiert. Nächsten Tag in der Schule ist er eingeschlafen. Und es war sehr autoritärer Lehrer, der geht hin und boxt ihn und sagt: Was bist du? Und er sagt: Ich bin ein aufgeweckter Schüler. Das ist im doppelten Sinn richtig. Ja? Übrigens, Kinderwitz ist unglaublich, muss man sagen. Kinder sind Wissenschaftler. Ja? Kinder sind Experimentierer. Kinder sind Forscher. Ein ganz Beispiel: Alleinerziehende Mutter, vierjähriges Mädel. Die Tante ist auf Besuch. Tante sitzt im Wohnzimmer und die zwei sind noch in der Küche, Kuchen richten und so. Und plötzlich lauft die Kleine rüber zur Tante und schlägt ihr Kleid ab. Und postet es noch einmal und sagt: Das Kleid ist wirklich geschmacklos. Ja. Peinlich für die Mutter, Logo. Aber so sind Kinder. Das Kleid ist geschmacklos. Sofort überprüfen. Ja? Und darum meine ich, Kinder sind einfach, wenn es Kinder sein können, muss man immer nur dazu sagen, halt, weil es so schrecklich falsche Vorstellungen drauf gibt. Aber Kinder überprüfen einfach alles. Ja? Und sie nehmen es auch wörtlich. Und damit wird es schwierig mit den übertragenen Bedeutungen. Ja? So ähnlich auch nicht, wie der kleine Ham kommt mit einem furchtbaren Zeugnis, er sitzen blieb. Und die Mutter ist ja so hübsch entsetzt und sagt: Ja, was soll ich dazu sagen? Sagt er: Aber Mama, sag das, was du sonst auch immer sagst. Hauptsache, wir sind gesund. Ne? Ist doch clever. Der hat Witz und eigentlich auch ein bisschen Humor, glaube ich. Ja, also wir purzeln. Unfertig, hoffentlich bleiben wir offen. Unfertig. Ein Mensch, der glaubt, der muss fertig werden, der macht sich und andere fertig. Das ist nicht gut. Sondern wir sind unvollkommen, wir sind werdend. Und der Erwin Ringel hat das, kann mich erinnern, in einem Gespräch gesagt, kurz vor seinem Tod, einem Freund gegenüber, einem Böldinger, der ist auch ein wie sagt man da, Fachmann war. Hat er gesagt, ich bin überzeugt, wir lernen bis zum Schluss. Und da ist was dran. Da ist was dran. Man lernt auch, wenn man dann alt wird und Einschränkungen hat, dann lernt man auch hoffentlich Neues, nicht? Wie mein älterer Mann gesagt hat, alt werden ist nichts für Feiglinge. Da hat man gedacht, da hat er recht. Das stimmt. Oder ich habe mir ein Stoßgebet einer 90-Jährigen. Das muss ich nur sagen. Das ist so irre. Ganz kurz. Oben klar und unten dicht.
Lieber Gott, mehr wünsche ich nicht. Es ist doch so klein, verdichtet ausgedrückt, oben klar und unten dicht. Lieber Gott, mehr wünsche ich nicht. Die Frau ist bescheiden und dankbar. Ja, und jetzt nochmal, weil ich das Kindliche so betont habe, ich möchte dann später eh nicht mehr drauf kommen. Die Kindlichkeit, die gepflegte Kindlichkeit ist das beste Mittel gegen Herrschaftsgelüste. Das zeigt sich schon, das hat sogar der Freud erkannt, Spaß, Spott, Witz, Humor, das hat immer mit dem Kindlichen zu tun. Ja? Zum Beispiel, wenn ich so aus der Erwachsenenebene ein Wort vielleicht dann, wenn man zum Beispiel, interessanterweise brauchen wir in Mitteleuropa meistens ein bisschen Alkohol, dass wir lockerer werden. Das ist sehr komisch eigentlich, aber das ist so. Zum Beispiel das Wort Geheimpolizei. Ich lese in der Zeitung Geheimpolizei. Ah, die Geheimpolizei hat und so. Und dann plötzlich nehme ich es wörtlich und es ist eine Aufforderung, an die Polizei heimzugehen. Geheimpolizei. Ja? Mit Kindern kann man da herrlich blödeln, weil die Kinder da so umschalten. Ja? Oder das Wort Hausmädchen. Denkt sich keiner, das ist Hausmädchen, das ist ein Hausmädchen. Ja? Nein, das kann eine Aufforderung sein, ein Mädchen zu hauen. Hausmädchen. Hausmädchen. Sie verstehen? Und da hat es der, wie heißt denn der große Schriftsteller, einer der berühmtesten österreichischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der hat eine Blödelgruppe gehabt. Die haben geblödelt, einfach. Ja? Und das ist was Kreatives. Das Blödeln ist sogar der Böll, der Literaturschriftsteller, der Heinrich Böll, hat gesagt, Blödeln, das setzt voraus, dass man eigentlich gescheit ist. Weil sonst ist man ja nur blöd. Ne? Aber Blödeln ist sozusagen, dass ich mir einfach mal, ja, so das Spielerische, das Kindliche, das verspüle ich mal voll raus aus. Ja, ja und diesen Ausspruch von diesem Zen-Meister Josef Goldstein finde ich auch sehr schön, zum Wesen des Humors. Du kannst die Wellen nicht anhalten, aber du kannst surfen lernen. Und es stimmt, es gibt Realitäten, die kann man nicht ändern. Ja? Man soll aber jetzt auch nicht verzweifelt dort sitzen, sondern soll schauen, dass man vielleicht ein bisschen surfen kann, sozusagen, wenn die Wellen zu gefährlich werden. Ja? Also es ist immer ein Trotzdem drin. Freud hat das sehr schön formuliert, Humor ist eine Trotzmacht. Ja? Man trotzt dem Schicksal. Und das Witzige war, der Freud hat, er hat 1905 eine sehr wichtige Studie über den Witz und die Beziehung zum Unbewussten gemacht. Er hat auch den Humor ein bisschen behandelt, aber mehr den Witz. Und als über 70-Jähriger hat er eine kleine Studie, 7 Seiten, über den Humor gemacht. Und da hat er ein Beispiel gebracht, eigentlich von Galgenhumor. Da ist ein Mann, der lebenslänglich verurteilt wurde, zumindest wegen Mord. Und der muss, nächsten Tag wird der aber gehängt. Ja? Und wie in der Früh um 5, wie der Henker ihm kommt und den rausholt aus der Zelle, tritt dieser Mann heraus und sagt, na, die Woche fängt schön an. Das war Montag. Ja? Und der Freud hat dann so kommentiert, auch wenn das ein schlimmer Kerl war, aber da gehört eine Größe dazu. Ne? Da war es, in einer Stunde wird er aufgehängt, die Woche fängt schön an. Ja? Also er erspart dann fast die negativen Gefühle. Man muss lachen, aber er tut dann eigentlich auch leid, weil es ist einfach nicht lustig. Ja? Aber natürlich, es gibt so viele Witze, also Humor, auch humorvolle Witze. Die sind ja die besten, die sind vor allem die jüdischen. Ja? Okay, dann habe ich so einen Spontispruch erwähnt. Benützen Sie Ihr Hirn, im Leben sind oft kleine Dinge ausschlaggebend.
Das stimmt, das stimmt. Das Blöde ist, das Hirn ist wirklich irre gescheit, aber wir haben keine Gebrauchsanleitung mitgeliefert gekriegt. Und darum ist so viel möglich, dass man das Hirn nicht richtig benutzt. Ja? Wenn man das Hirn richtig benutzt, dann weiß man, dass Freude das Wichtigste ist, dass man was lernt oder verändert. Ne? Und die Gehirnforschung bestätigt es heute, da werden immer Glückshormone ausgeschüttet. Bei Kindern, wenn es stehen lernen, gehen lernen, was immer auch. Jetzt das erste Mal stehen es, strahlen wie die Morgensonne, platt, weiter geht's. Ja? Und jedes Mal werden sie belohnt, jetzt rein hirnchemisch gesagt, werden sie belohnt durch Glückshormone. Ja? Und das sollte man eigentlich ein Leben lang, also die eigene Kindlichkeit, wenn man die sich bewahrt und abpflegt, dann hat man eine Energie, die wahnsinnig viel bewältigen kann. Ja? Was mir gerade einfällt und was dazu passt, Sie kennen die Stelle von Matthäus Evangelium, wie es da heißt, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und er ist dann schon früher ins Haus hineingegangen und die Jünger kamen dann etwas später nach. Und Jesus hat sich gefragt, worüber habt ihr denn geredet unterwegs? Und da sind sie ganz verlegen worden. Sie haben nämlich darüber geredet, wer von ihnen der Größte sein wird im Himmel. Typisch männlicher Größenwahn. Und was hat Jesus gemacht? Er hat nicht gesagt, seid Leppert. Nein, der hat sie hinausgeführt, da haben Kinder gespielt. Und hat gesagt, und wenn ihr nicht umkehrt, umdenkt, metanoete im Griechischen, wenn ihr nicht umdenkt und wieder werdet wie Kinder, könnt ihr nicht in die Himmel gelangen. Also klarer kann man es nicht sagen. Ja? Aber der männliche Größenwahn, mir fällt gerne ein Witz ein, ja. Darf sein, Deutsche Bischofskonferenz. Es gibt natürlich auch eine Pause, weil es menschliche Bedürfnisse gibt. Und da sind zwei Bischöfe nebeneinander beim Pinkeln. Das war einer dürrer, langer und ein kleiner, dicker. Ja? Und während sie da dieses irdische Geschäft verrichten, schaut der kleine, dicke zum anderen auf und sagt: Aber mein Bistum ist größer als deines. Es ist einfach so herrlich. Ja? Es ist halt so. Ja, und ich habe. Genau, ich habe da auch die Sprüche von den Sprüchen zitiert. Ist wirklich so treffend, nicht? So die alttestamentlichen Weisheitssprüche. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, aber ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Das ist ein starkes Wort. Lässt die Glieder verdorren. Dann bleibt man auch sitzen, dann lässt man sie sitzen, dann lässt man sie hängen. Ja? Und dann wird dann aber bewusst, Leben ist Bewegung. Wie geht's da? Man sagt immer, warum sagt man eigentlich, wie geht's da? Na, es geht gut, na, es geht überhaupt nicht. Es geht schlecht oder was immer. Wie geht's da? Das Gehen, Leben ist Bewegung. Ja? Wenn die Bewegung weg ist, ist man erstarrt. Und das hat einfach mit Herzerweiterung, sage ich gern. Die Freude führt zu Herzerweiterung. Da wird man auch großherziger und nicht so engherzig und engstirnig. Ja? Oder wie eigentlich ein tragischer Witz, wie zwei Chefsekretärinnen von einem großen Konzern über ihre Chefs reden, sagt die eine: Mein Chef ist derartig neidig und geizig. Er kann selbst. Lachen kann er nur auf Kosten anderer. Ne? Das ist schon stark. Ne? Lachen kann er nur auf Kosten anderer. Das ist das Schlimmste. Ich glaube, wenn man über sich nicht mehr lachen kann, dann sollte man was unternehmen. Und er hat eben der Kästner wieder mal, weil ich den zuerst schon erwähnt habe, ne? Der hat mit Recht gesagt, es ist schwer, also es ist leicht. Es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen und es ist schwer, das Leben leicht zu nehmen. Da ist was dran, ja, die Leichtigkeit. Und vielleicht kennen Sie die Szene, der Franziskus, der jetzige Papst, soll von einem 5-jährigen Mädel
gefragt worden sein, warum können Engel fliegen? Sehr, sehr kindlich verständliche Frage. Warum können Engel fliegen? Und der Franziskus hat darauf gesagt, weil sie alles leicht nehmen können. Da ist was dran, weil sie alles leicht nehmen können. Ja, das ist, glaube ich, schon klar, dass der Humor, der große Humor, der eigentliche Humor, der Gegenspieler von jedem tierischen Ernst ist. Ein tierischer Ernst, ist mir ein Bild mir eingefallen, tierischer Ernst ist ein Klebemittel. Wenn mich was stört, da fixiere ich mich drauf. Ja? Das ist ein Klebemittel. Humor ist ein Lösungsmittel. Lockert, löst. Ja? Und das heißt, die Kunst des Drüberstehens, über den Dingen stehen. Ich lasse mich nicht von was Negativem völlig auffressen. Ja? Tierischer Ernst fixiert, ist logisch. Ja? Da finde ich, den Witz habe ich direkt hergeschrieben auf Seite 2 oben. Der 10-Jährige hat nur ein durchschnittlich gutes Zeugnis. Also ich habe Probleme eigentlich. Aber der Papa ist halt wütend, weil der könnte ja mehr, könnte ein besseres Zeugnis haben und sagt zu ihm, wie er das Zeugnis sieht, wie ich so alt war wie du, habe ich gebüffelt und gebüffelt und gebüffelt. Und darauf sagt dann der Kleine, okay Papa, und wann bist du zur Vernunft? Wie ein Irrer gebüffelt. Das habe ich jetzt vergessen. Ne? Habe ich wie ein Irrer gebüffelt, gebüffelt, gebüffelt. Und nun, Papa, wann bist du zur Vernunft gekommen? Er hat recht. Ja, das ist nicht alles. Er ist eh positiv, aber es ist nicht alles. Und wir wissen schon, Tragödie und Komödie, das haben schon die alten Griechen gewusst, nicht? Wenn man tragische Sachen auch mit einem gewissen Abstand natürlich lockerer sehen kann, dann kommt die Komödie heraus. Tragödie und Komödie, das Leben ist beides. Ja, oft eine Tragikkomödie. Aber wenn man wirklich, wie soll man das sagen, wenn man auch die Dankbarkeit empfinden kann, dann hält man auch ganz grausliche Sachen wesentlich leichter aus. Ja? Das Schlimmste ist im Grund, dass man völlig auf sich und dann das Negative fixiert ist. Ja? Und ich habe es erst schon erwähnt, die Gefahr ist groß, wenn man zu sehr verwöhnt ist oder sich verwöhnend ist und zu sehr nur um sich selber kreist. Ja? Also der Martin Luther, der übrigens, das wollte ich zuerst schon sagen, der hat eine sehr deftige Ausdrücke gehabt. Ne? Und der Luther hat gesagt, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Ja? Und da hat er ja recht. Das sind die Tischreden, das ist ja köstlich, wie er so sehr deftig die Umgangssprache benutzt hat. Ja, ja, oder ich habe da einen Dachslerwitz, den habe ich auch aufgeschrieben, weil ich finde, das ist der beste Dachslerwitz. Nicht, es Taxi steht da am Taxistand, ein möglicher Fahrgast geht hin, reißt die Tür auf und schreit den Dachsler an, so fahren Sie doch endlich los mit Ihrer Dreckskarre. Ja? Und der Dachsler sagt seelenruhig, gern, wenn Sie mir sagen wollen, den Dreck abladen soll. Ne? Jetzt überlegen Sie mal, der wird beschimpft. Ja? Der könnte jetzt auch zornig werden, wütend werden oder was immer. Ja? Na, er sozusagen, er hat Humor, da bin ich sicher, er hat Humor, das lasse ich nicht an mich rankommen. Dreckskarre, naja, mit einer Dreckskarre führt man Dreck. Also der Gast hat sich eher selber beschimpft eigentlich. Ne? Und Sie verstehen, aber wenn ich Humor habe in der Situation, dann mache ich eine schlagfertige Antwort unter Umständen aus dem. Sie verstehen? Wenn ich mich völlig treffen lasse, bin ich blockiert. Wenn ich mich nicht treffe, wenn ich eine humorvolle Distanz habe, dann kann die Fantasie ja eine bessere Lösung finden. Eine gute Antwort. Ja. Und das hat übrigens der Jean-Paul, der vor gut 200 Jahren
sich haben über Humor, Komik und so beschäftigt hat, der hat es wunderschön ausgedrückt, sagt, in der humorvollen Lebenseinstellung schaut man Probleme mit einem umdrehten Feldstecher an. Also ein umdrehter Feldstecher, da ist weiter weg dann. Ne? Wir haben als Kinder, kann mich erinnern, im Mostviertel, ein Zubezirker, borg mir deinen Zubezirker. Also, Sie wissen, was ich meine. Das stimmt ja wirklich, da werden die Sachen näher kommen. Und wenn man umdreht, dann werden sie weiter weg. Ja? Und Humor ist eigentlich, man verwendet fast nur die andere Seite, lustigerweise. Ja, du machst das an einer Fliege, an Elefanten. Ja, man kann es auch umgekehrt machen. Ich kann aus einem Elefanten eine Fliege machen. Dann ist es witzig. Sie verstehen, was ich meine. Das ist vielleicht eine etwas ungewohnte Art, Humor zu beschreiben, aber ich relativiere es. Ne? Was sagt man bei kleinen Kindern, wenn sie weh haben, irgendwas und weinen und so? Bis zum Heiraten wird es eh wieder gut. Das war so früher halt. Ne? Also man tröstet irgendwie. Ne? Und Humor ist auch tröstend. Der Freud hat es so schön gesagt. Sagt, wir kennen das Über-Ich fast nur als das strenge Über-Ich. Nicht, du musst das und du musst das und du musst das. Na, in dem Fall ist das die Elterninstanz Über-Ich, weil das kriegt man halt über die Eltern vermittelt. Ne? In der humorvollen Einstellung ist sozusagen das Über-Ich tröstend. Es relativiert, es wird schon gut. Ja? Das Gegenteil ist beschimpfen. Und da hat sogar der Freud geschrieben, wir müssen über das Über-Ich noch sehr viel lernen. Da hat er recht, weil er hat vorhin das Negative betont. Und ein Beispiel für Schlagfertigkeit habe ich da aus dem Operationssaal. Das finde ich einfach genial. Die Schwester, die Operationsschwester, wird vom Arzt beschimpft, sie sind ein Trampel. Und darauf sagt sie, und Sie sind ein Gentleman. Und wahrscheinlich irren wir uns beide. Also der hat blöd geschaut, weil der hat natürlich nicht erwartet auf die Beschimpfung, und Sie sind ein Gentleman. Und dann nimmt es beides zurück. Ne? Also das ist einfach genial. Ne? So was muss einem einfallen. Ich finde das hochinteressant, wenn man sich die vier komischen Gesellen anschaut. Witz, Spaß, Spott und Humor, dass jede dieser vier komischen Gesellen eine speziell psychische Kraft oder Potenz sozusagen verkörpert. Der Witz, das wissen wir glaube ich am ehesten, der Witz hat viel mit dem Intellekt zu tun. Ja? Mit Sprachspiele, Doppeldeutigkeit. Ja? Hitlerzeit, ganz ein kurzer Witz, was bedeutet der Hitlergruß? Aufgehobene Rechte. Ja? Sie verstehen, die Doppeldeutigkeit ist, und das ist einfach genial. Ne? Oder es gibt, eben in der Hitlerzeit auch, es gibt keine, alle Stände sind aufgehoben. Der Anstand, der Verstand, der Wohlstand, es bleibt nur noch der Notstand. Also das ist so elementar, ja, wo man kurz sozusagen das zusammenfasst, was passiert oder endet, gegen Ende des Krieges, Wien wurde bombardiert. Die Leute sind irgendwo in einem Haus im Keller unten. Daraufhin sagt der Lokwart, wo wären wir jetzt, wenn wir unseren guten Führer nicht hätten? Stimme aus dem Hintergrund, im Bett, im Bett. Also der war mutig, ja, und ist wahrscheinlich auch nicht verraten worden. Mutig, aber Sie verstehen, da werden Probleme, werden das so auf den Punkt gebracht. Oder wie es dann eben sehr schlimm war, schon in der Kriegszeit, in Wien hat es wirklich keine Kohlen gegeben, es hat zum Heizen nichts gegeben, es war sehr arger Winter. So gegen Kriegsende,
Zum Essen war es schwierig, was zu kriegen. Also es ist wirklich schlimm gewesen. Was haben die Nazis gemacht? 2 Meter lange Plakate aufgehängt. Niemand darf hungern, niemand darf frieren. Und zwei Arbeiter lesen das und sagt der eine zum anderen, ah, das dürfen wir auch nicht mehr. Ne? Weil ja alles verboten wird. Also da konnte man kurz lachen. Ja? Und ich muss das kurz erzählen, ich habe den Franz Dannemann, der hat ein Witzbuch geschrieben über die Hitlerzeit, also Flüsterwitz und Spottgedichte in der Hitlerzeit. Und ich habe mich mit dieser Zeit eben sehr beschäftigt. Und dann war ich befreundet mit einem Verleger, einem jungen Verleger. Und der hat mir gesagt, der Dannemann lebt in Wien. Und ich habe den dann besucht. Ja. Das war für mich wirklich faszinierend. Das war ein ordentlicher Sozialist von Anfang an. Ja. Der war schon in der Austrofaschismuszeit, war er bei der verbotenen Gewerkschaft und so. In der Hitlerzeit ist er einfach eingesperrt worden, praktisch die ganzen Jahre in KZs. Und hat aber dort schon Witze gesammelt und so. Und wie ich den getroffen habe, es war, ich weiß nicht, 2005 oder so ähnlich, ich war wirklich fasziniert. Der Mann war so Mitte 80, schlohweißes Haar, ist zweimal in der Woche in die Arbeiterkammerbibliothek gegangen und hat die Zeitungen studiert. Er war ungebrochen, der Widerstand, also wirklich ein widerständiger Mensch. Und ja, der Humor kann das Überleben fördern, das ist überhaupt keine Frage. Also der Witz hat mit Intellekt zu tun, primär, ja. Und damit nimmt er natürlich Ideologien auf die Schaufel. Das ist völlig klar, ja. Ja, nachdem ich Beamter in Pension bin, darf ich einen Beamtenwitz erzählen. Was sind die Beamten? Beamten sind die Träger des Staates. Einer Träger als der andere. Ich meine, das kann man ja ohne viel Boshaftigkeit auch sagen. Es gibt schon manche, da ist es wirklich so. Es gibt andere. Ne? Ja. Und dann vielleicht zur Aufheiterung, den finde ich auch so köstlich, den muss man Kindern erzählen, also 6-, 7-, 8-Jährige, die lachen sich jetzt tot. Frühling, Sonne scheint, eine Feldmaus geht in der Wiese spazieren, plötzlich stürzt der Adler runter und frisst die Maus und fliegt weg. Na, was macht die Maus jetzt? Sie erforscht die neue Umgebung, ja? Im Mundraum, im Rachen, den Darm, und irgendwann gibt es einen Lichtblick. Und da muss man bei Kindern, muss man sagen, und irgendwann schauen sie beim Arschloch raus. Nicht? Das Wort, da lachen die Kinder. Aber nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Speziell in Deutschland, das ist so witzig. Na, jedenfalls schaut er dann raus, schaut die Maus aus und sagt, du Adler, wie hoch fliegen wir denn jetzt? Sagt er, noch ungefähr 1 Kilometer. Sagt er, du los, jetzt keinen Scheiß. Ja. Weil das Verdauungsfinale ist ja schon für Kinder oft dann besonders reizvoll und nicht nur für Kinder. Ja. Und sehr lieb finde ich auch, ein besoffener Atheist wankt am Sonntag in der Früh durchs Dorf. Und wie gesagt, er ist Atheist, er kennt die Kirchen nicht und hört er dort also Leute singen, nicht? Und es ist die Kirche und er geht eine und sieht gerade, wie der Pfarrer da mit dem Weihrauchsfassel durch den Gang geht. Ja? Und er wankt hin und sagt, entschuldigens, Fräulein, in der Handtasche brennt. Er kennt es nicht. Im Segen war da nicht mehr, ich meine, er war halt wirklich besoffen. Okay. Ja, und jetzt bin ich eh schon bei der zweiten Gattung gelandet, beim Spaß. Ne? Also beim Witz eher der Intellekt, beim Spaß geht es eher um die Vitalsphäre, Sexualität. Ich sage es immer sehr schön, Verdauungsfinale. Das klingt schon sehr schön. Ne?
und solche Dinge halt. Das ist der Spott. Ja. Der kann natürlich sehr schlimm werden, sehr böse. Ja. Aber natürlich, wie ich schon ein paar Sachen erzählt habe, der Spott, ist diese Idee vom Karl Valentin, da, wie er in der Hitlerzeit gesagt hat, Gott sei Dank hat der nicht Kräuterkassen, sonst schreien die Leute alle Heilkräuter, Heilkräuter. Ich meine, das muss dann einfallen. Ne? So war der Karl Valentin. Ne? Übrigens wirklich sehr zu empfehlen. Links sind da was vom Karl Valentin zu. Der ist so urig einfach. Ne? Er geht in München spazieren, fragt immer, was sind, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo der Bahnhof ist? Sagt er, ja, und geht weiter. Er hat ja nur die Frage, er weiß, wo der Bahnhof ist. Er hat dann nicht gefragt, wir kommen dorthin oder so. Ne? Also so. So was Ähnliches wird schon vom Sokrates erzählt. Ne? Der Sokrates ist da in Athen halt auf der Agora und ein Wanderer kommt vorbei und fragt, sagen Sie, wie lange geht man da noch, was weiß ich, Marathon? Und er sagt, gehen Sie. Der denkt sich, so ein unfreundlicher Mensch. Ne? Und wie er 10 Meter gegangen ist, hat er ihm nachgeschrieben, 2 Stunden. Und sagt er, aber warum sagen Sie mir das nicht gleich? Ich weiß ja nicht, wie schnell sie gingen. Ne? Das ist so eine ähnliche Geschichte. Ja. Und jetzt Spaß, Spott, ich habe jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Gell? Beim Spott geht es primär um die Aggression. Also beim Spaß mehr die Vitalsphäre. Ja? Und beim Spott ist primär wirklich die Aggression. Die kann nicht sehr berechtigt sein, nicht? Wie wir gesehen haben, die Hitlerwitze. Es kann aber natürlich auch sehr negativ sein, sehr entwertend und verachtend. Aber natürlich, wenn eine Obrigkeit sich unmöglich aufführt, dann ist ganz wichtig, dass man auch Witze machen kann, weil sonst hält man es nur viel weniger aus. Und der Humor dagegen kommt aus unserer Liebesfähigkeit. Also Intellekt, Vitalsphäre, Aggression. Die Aggression brauchen wir fürs Leben. Wenn ich Hunger habe und ich setze mich hin und ich sage, ich habe Hunger, ja, was soll das? Entweder gehe ich zum Kühlschrank oder ich gehe was einkaufen oder was immer. Ja? Ich brauche Aggression, um meinen Hunger sozusagen was zu geben, dass er nicht mehr da ist. Und ja, aber beim Humor ist tatsächlich die Lebensfreude die Liebesfähigkeit. Ich lasse mich von dir nicht entwerten. Jetzt fällt mir wieder ein Witz ein. Zwei Versicherungsvertreter treffen sich zum Abendessen. Der eine ist ein erfahrener Kerl und der andere ist ein frisch gefangener, wie man so sagt. Nicht? Und der Ältere sitzt schon dort bei seinem Bier und da kommt der Junge völlig aufgelöst, völlig fertig. Sagt, das ist ein Job, das kann man nicht aushalten. Überall, wo ich hinkomme, werde ich beleidigt. Sagt der Ältere, sagt, also ich kann das nicht sagen. Ich meine, man hat schon den Hund auf mich gehetzt, man hat mich über die Stirn aufgehaut oder angespuckt, aber beleidigt hat mich noch niemand. Das ist doch genial. Ne? Also das ist natürlich ein langer Prozess, ja? Dass man lernt, die Negativseiten von irgendeinem Job zum auszuhalten sozusagen. Aber beleidigt, ja, lass mich nicht beleidigen. Ne? Da ist Humor im Spiel. Also der echte Humor. Ja. Und ich habe dann noch den Werner Fink, der hat das mit den Kommen Sie mit oder soll ich mitkommen? Auf dem Punkt, wo der Spaß aufhört, beginnt der Humor. Hat er mit Recht gesagt. Das wird oft missverstanden. Und ich muss ehrlich sagen, ich ärgere mich oft, weil der echte Humor ist was Spezielles. Das kann ich nicht einfach sozusagen mit Spaß und mit Spott und mit allem, gerade was im,
jetzt im Karneval und so passiert. Ja, das ist okay, das ist blöd und alles ist gut. Blöd hinstellen oder alles okay. Aber Humor ist eine spezielle Sache. Ich glaube, das ist der Unterschied. Schauen wir uns vielleicht ein paar jüdische Witze an. Mann im Restaurant kriegt dann zur Nachspeise ein Eis und dann ruft er den Kellner und sagt, im Eis ist eine Fliege drinnen. Sagt der Kellner, ach, die frisst nicht sehr viel. Ja? Oder er beklagt sie wegen, in der Suppe ist irgendwas drinnen, was nicht reingehört. Ne? Und er beklagt sich, wie war das? Ja, fällt mir jetzt nicht ein, macht nichts. Auch Witze dürfen verunglücken. Dann der kleine Daniel, den finde ich ganz herzig. Der kleine Daniel, 4 Jahre alt, sitzt in der Küche und zeichnet hingebungsvoll. Und die Mutter kommt in die Küche und sagt, ja Daniel, was zeichnest du da? Sagt er, ich zeichne ein Bild von Gott. Sagt die Mutter, aber Daniel, kein Mensch weiß, wie Gott ausschaut. Sagt er gerne, wenn ich fertig bin, wird man es wissen. Ja. Ist doch herrlich. Ne? Dieser 4-jähriges Kind, wenn Erwachsene das machen, dann ist deppert. Ne? Ja, dann haben sie sozusagen den Gott in der Hosentasche. Sie wissen genau, wie er ausschaut und was er will und so weiter. Also den Daniel, den finde ich wirklich sehr, sehr herzig. Übrigens noch ein kleiner Bub, der Witz hat. Der Papa geht mit seinem 5-Jährigen in der Marie-Hilfer-Straße spazieren. Wir kommen jetzt bei einem Eisgeschäft vorbei. Und der Kleine fragt, Papa, willst du ein Eis? Sagt er, nein, ich will jetzt keins. Sagt er, so Papa, jetzt fragst du mich. Das ist wirklich genial. Ja? Und ich werde es nie vergessen, ich habe eine Partnerberatung gehabt, wo rauskommen ist, die Frau war einfach gewohnt, also wenn der Mann sie gefragt hat, was willst du denn heute tun oder irgend so, na, was willst denn du? Also keine eigenen Wünsche, das war schlimm und das hat beide auch genervt. Ja? Und eben wie ich das Gespräch gehabt habe, habe mir gedacht, genau, das ist der kleine Daniel hat die Lösung. Ne? Jetzt fragst du mich, also dass ermutigt wird, dass zu ihren Bedürfnissen steht. Ne? Und habe den Witz erzählt, sage ich, eben habe ich es so vorbereitet, mir fällt da ein Witz ein von einem Kind und von Kindern kann man ja sehr viel lernen. Ja? Und dann habe ich den erzählt und werde es nie vergessen, wie es dann beim Weggehen, weil ich bei der Tür rauslassen habe, hat sich die Frau nochmal umgedreht, hat gesagt, den kleinen Daniel nehmen wir mit, von dem kann ich viel lernen. Ist doch herrlich. Ja? Und das Wort List, fällt mir gerade ein, das kommt aus dem Mittelhochdeutschen L-I-S, List, und das heißt Cleverness. Cleverness, Wissen eigentlich. Listig im Sinn von clever, aber nicht unbedingt im negativen Sinn, wie ein Ausnützen. Ja? Ja? Und komischerweise ist der Begriff fast negativ worden. List. Aber ich sage oft in den Therapien, speziell mit Leuten mit Suchtproblemen, es ist so wichtig, sich zu überlisten. Bei Kindern verwendet man es sowieso, ne? Automatisch. Aber eigentlich ist man selber ja auch ein Kind. Man erzieht sich lebenslänglich mehr oder weniger erfolglos oder erfolgreich, je nachdem, ob man Optimist oder Pessimist ist. Ne? Aber es, die Hauptsache ist, dass man sie grundsätzlich mag, weil dann geht es schon. Oder dieser Jankele, so ein armer Jude, der kriegt Besuch von seinem besten Freund. Und der fragt ihn, also Jankele, wie geht's denn? Nur, wie soll es mir gehen, sagt er. Mein Herz spielt verrückt. Ich habe Wasser in den Beinen. Und mir selber geht es auch nicht sehr gut. Ja, ist doch so genial, eine Distanz zu schaffen. Ich und mir. Also, weil das stimmt. Also ich glaube, das kennt fast jeder irgendwann arge Zahnschmerzen.
Ja? Da wird die Welt ganz eng, schmerzlos noch. Alles andere ist uninteressant. Es ist so. Ne? Wenn ich aber eine Distanz gewinnen kann, also in dem Fall geht es schwer, dann brauche ich einen Zahnarzt oder sonst. Aber wenn ich eine Distanz gewinnen kann, dann geht es leichter. Es ist einfach so. Ja? Ein gewitzter Fischhändler zum Beispiel am Fischmarkt sieht gerade, wie ein Mann einen größeren Fisch gestohlen hat und sagt und schreit ihm nach: Nächstes Mal stellen Sie einen kleinen Fisch oder ziehen Sie einen längeren Mantel an. Ne? Das ist, der hat auch Humor gehabt, im Grund. Ne? Oder zum Beispiel ein armer Jude ist mal in Warschau und sieht da in einem Restaurant so wunderschöne Schinkenbrötchen in der Auslagachse und geht vorbei und dann will halt fragen, was das kostet sozusagen. Er geht zurück und geht hinein und fragt den Kellner, sagen Sie, was kostet so ein Brötchen? Daraufhin verfinstert sich der Himmel, es blitzt und kracht. Der arme Jude geht in die Knie und sagt, nur fragen wird man nur dürfen. Also dieses direkte Reden mit Gott, ich finde das schön im jüdischen Witz. Nur fragen wird man nur dürfen. Stimmt ja. Das ist allzu menschlich. Und das Jüdische hat eigentlich eine sehr gute Art, mit dem Gott umzugehen, wenn es nicht extrem konservativ wird. Da wird es schwierig. Ja, oder auch ein Beispiel für einen humorvollen Witz. Das ist eine Garnigkeit, wenn man will. Ein Mann sitzt im Restaurant und die Kellnerin bringt die Suppe und stolpert und leert ein bisschen was über seine Glatze. Und der nimmt so autospontan das durch, Ding durch und fährt drüber und schaut sie so listig an und sagt, glauben Sie, das nützt noch was? Das ist doch genial. Ne? Der könnte einfach jetzt ja, betröbelt sein, beleidigt oder passen Sie ein bisschen mehr auf oder irgendwas. Nein, er interpretiert es rum, weil er Humor hat, hat er Distanz. Und Distanz schafft einen Spielraum und Fantasie. Und dann, glauben Sie, das nützt noch was? Ist doch herrlich. Ja. Aber ich glaube jetzt, was mir jetzt wirklich sehr wichtig ist, ich glaube, Sie verstehen jetzt wirklich, dass Humor im engeren Sinn was Spezielles ist. Da kommen die Witze, aber natürlich, es gibt humorvolle Witze, das schon, aber der Humor prägt da diesen Witz. Ja? Und ich finde es so schade, dass es so wenig Witz gibt, guten Witz nämlich. Und ich muss das fast erzählen, ich habe eben, wie mir das da bewusst worden ist, nach 10 Jahren Therapiearbeit, dass eigentlich hinter jedem Witz ein Problem ist. Das stimmt auch. Also selbst hinter jedem blödesten Witz ist ein Problem. Ja. Aber humorvolle Witze können einfach helfen, besser mit den Widrigkeiten des Lebens, mit Kränkungen, mit Verlusterfahrungen, mit all dem umzugehen. Ja. Weil man auch sich selber nicht nur tierisch ernst nimmt, sondern über sich einmal lachen kann oder sich relativieren kann. Ja, der Shakespeare, glaube ich, hat es irgendwo geschrieben, willst du das eigene Leiden besser vertragen, schau auf das Leiden anderer. Ne? Manchen geht es noch schlechter. Wenn man sich das selber sagen kann, ist es gut, wenn man ein bisschen eine Distanz kriegt. Es ist übrigens, mir fällt das gerade ein, der Luther hat die Sünde, nämlich Sünde, nicht als Moral, nicht Moralinsünde, sondern Sünde im wörtlichen Sinn, Hamartia vom Griechischen, heißt eigentlich, dass man ein Ziel verfehlt. Ja? Dass man irgendwas nicht ganz erreicht, wie man es eigentlich wollte oder sollte. Und der Luther hat gesagt, der sündige Mensch, in diesem Sinn, der sündige Mensch ist der Homo incurvatus in se. Ja, in sich, um sich selber kurvende, um sich selber kreisende Mensch. Homo incurvatus in se, der von sich nicht loskommt. Man könnte sagen, ein schwerer narzisstischer Mensch, ne? Schwer narzisstisch.
Aber es gibt einen gesunden Narzissmus. Ne? Es gibt ein gesundes Selbstwertgefühl. Das ist schon klar. Ja? Und den gesunden Narzissmus sollte man auch pflegen. Da braucht man Erfolgserlebnisse, auch Anerkennung und so. Aber der pathologische Narzissmus ist schrecklich. Also, mir fällt da ein Ehepaar, so, das war nur ein einziges Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr den genauen Anlass. So eher Oberschichtpaar. Da ist mir, also das war mir klar, da ist keine Bereitschaft da, Paartherapie zu machen. Die Frau hat null zu reden gehabt. Ja. Und ich habe mir dann nachher aufgeschrieben, sozusagen, nach welchem Skript dieser Mann lebt. Und der lebt nach dem Skript, ich und meine Frau lieben mich über alles. Also, ein Wahnsinn. Ja. Mir hat das erinnert an einen Regierungsrat. Das war so ein blöder Mensch. Dieser Regierungsrat, der war im Wissenschaftsministerium, der hat gesagt, der Mensch beginnt bei mir mit Doktorat. Also blöder, präpotenter, impotenter geht es gar nicht. Ich sage immer, Präpotenz ist die schlimmste Form der Impotenz. Und das ist ja wirklich so. Also eine gesunde Selbstdistanz ist mit dem Humor da und dann ist man einfach menschlicher. Ja? Und ich möchte jetzt zur kultivierten Kindlichkeit, ich habe es ja schon angedeutet. Das vom Erich Kästner habe ich erwähnt schon, mit dem Früchtchen und Spalier. Ja, vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation. Ne? Und der gute Freud hat sich interessanterweise, er war so sehr unnahbar. Ja? Er hat einen hübsch trockenen Humor gehabt, aber er hat durchaus Humor gehabt. Die Bilder, die man von ihm sieht, da lacht er fast nie. Ja? Das ist auch eine negative Auswahl. Es gibt schon andere. Aber da muss man sich schon mehr beschäftigen. Aber der Freud hat zum Beispiel, er hat vom 65. Lebensjahr bis zum Tod, 82, hat er ja den Gaumenkrebs gehabt. Und da waren immer furchtbare Eingriffe notwendig. Und dann natürlich mit dem Gebiss, also mit den Prothesen, das war schwierig. Und hat einmal Besuch gehabt von Franzosen und hat gesagt, entschuldigen Sie, meine Prothese spricht nicht Französisch. Das war der Freud, dieser trockene Humor. Ja? Aber eben jetzt mit dem Glück, da hat der Freud so sinniert über das Glück, was macht die Menschen glücklich. Eigentlich streben wir Menschen immer nach Glück. Die Wege sind ganz unterschiedlich. Ne? Und da sagt er dann den Satz, Glück ist ein Wort aus der Kinderwelt. Und da hat er recht. Glück ist ein Wort aus der Kinderwelt, wo man sich begeistert. Kinder können sich so begeistern, das können auch Erwachsene. Sie kennen alle den Dübel zum Mauer, zum Bild aufhängen, den Dübel. Das war ein Herr Fischer, der diesen Dübel erfunden hat, die 50er Jahre. Ja. Und der hat noch viel, viel andere Sachen, Patente gekriegt. Und ich habe ein Interview gehört, da war er so um 85. Und da hat er gesagt, wenn ich am Erfinden bin, bin ich Kind. Und das fand ich genial. Es stimmt. Weil Kinder sind noch nicht mit diesen ganzen Vorurteilen, na, das geht nicht, na, das kann man nicht machen, na, so geht das überhaupt nicht. Probieren wir es. Es gibt diese wunderschöne jiddische Weisheit, probieren wir es mal, wir werden es sehen. Genau so. Ne? Aber nein, es ist von vornherein schon mal zu, das ist furchtbar. Das ist das Kindliche. Also ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Das Wort Kinderweisheit wird kaum verwendet. Komisch. Altersweisheit, sagt man schon, kann sein. Aber es gibt heute Leute, die nicht sehr weise sind, wo die Dankbarkeit zu wenig da ist. Ich glaube, das ist so wichtig im Leben, dass man dankbar sein kann für vieles und dass das nicht einfach selbstverständlich ist. Ne?
dass man, wenn ich das Wasser aufdrehe, ich kann das Wasser trinken. Ich denke, Millionen, Milliarden Menschen haben das einfach nicht. Ja? Also, dass man ab und zu mal dran denkt, dass man dankbar sein kann für so vieles. Ja? Und dann habe ich da den Franz, ja, das mit Lachen, die haben das sehr erwähnt, ne? Dass Lachen einfach so was Elementares ist. Kinder lachen, da zur Studie gegeben in den USA. Kinder lachen 400 Mal am Tag im Durchschnitt. Erwachsene etwa 20 Mal. Ja, das finde ich schrecklich. Ja. Und Lachen ist ja eben mit den Glückshormonen auch. Oder Allah, wenn man die Maske auf, man sagt eh, ein Gesicht aufsetzen. Setz nicht so ein saures Gesicht auf. Ein Gesicht machen. Also, Sie verstehen, was ich meine. Allah die Mimik, wie Sie gesagt haben, nicht Allah die Mimik, führt schon dazu, dass irgendwie die Stimmung besser wird. Es klingt so komisch, aber es ist so. Ja? Und ich finde es genial, diese Geschichte mit Lach-Yoga. Ich habe das übrigens lustigerweise erlebt. Ich war ein Student, glaube ich, da. Ja, genau, ist eine Beziehung draufgegangen. Ich habe dann meine Prüfungen gemacht und Rucksack und auf nach Paris, um meine Sprache zu verbessern. Bin ich Autostopp nach Paris gefahren und dann bin ich bei einem zufällig Yoga-Lehrer gelandet, wenn in Ding, in Straßburg, das wunderschöne Münster, haben wir dann angeschaut und dann schon langsam überlegt, muss man irgendwie Jugendherberge und so. Und dann kommt der Swami, der Murti hat er geheißen. So ein Inder, ein junger Inder mit Vollbart schwarz und diesen Dalar, also dieses Wandel, das Orange. Und der kommt auf mich zu und sagt, er wird mich einladen in seine Yogaschule da im Schwarzwald. Sage ich, ja, wenn ich was arbeiten kann dafür, mache ich das gern. Und bin dann 14 Tage dort gewesen. Und es war einfach faszinierend. Und da war Lach-Yoga schon. Also, da war so eine Übung, dass wir einfach gelacht haben. Nicht? Der Trainer hat angefangen. Und so. Und nach ein paar Minuten ist man erschöpft. Wirklich, die ganze Gruppe von was ich, 17 Leuten sind wir erschöpft durchgelegen und entspannt. Ja? Also das Lachen, auch wenn man es sozusagen nicht durch einen Witz oder was, sondern einfach so induziert, das kann befreiend sein. Und ich finde das an sich gut. Aber komisch, wir Männer haben da mehr Hemmungen als die Frauen. So wie die Frauen im Durchschnitt eine mehr bessere Beziehung zur inneren Kindlichkeit und dazu die Kinder haben. Das wird Gott sei Dank halt ein bisschen besser. Aber ich kann mich wirklich nur erinnern, auch in meiner Generation, dass Männer gesagt haben, wenn die Kinder nicht zumindest 4, 5 Jahre alt sind, kann ich nichts anfangen. Die wissen ja gar nicht, was ihnen entgeht, genau genommen. Ja. Also das mit kindlichen und auch der Franz von Assisi, das wollte ich noch anführen, der hat ja 1223 das Weihnachtsfest eingeführt, die Krippe und der Ochs und der Esel. Und ich finde das so schön, weil zur Menschwerdung, wir sind auch Ochsen und Eseln. Und wir sind Tiere, wie der Thomas von Aquin schön gesagt hat. Ne? Wir Menschen sind Tiere und Engel, beides zugleich, oder wörtlich geschrieben. Wir sind Tiere und Engel und beides zugleich. Ne? Und da hat er ja recht. Es ist wirklich so. Und dann hat er eben so wirklich schön also sinniert über den Gott Kind. Da liegt das Kind in der Krippe. Was soll Ehrfurcht vor Gott haben, vor dem Kind Gott, nicht vor dem Herr Gott, die Herrschaften. Ja? Kind Gott. Ehrfurcht vor dem Kind Gott sozusagen. Ja, Menschwerdung. Ich sage immer, im Christentum geht es wie in allen Religionen, glaube ich, ums Menschwerden. Und das hat der Konrad Lorenz, der Verhaltensforscher, Nobelpreisträger, hat es, finde ich, ernüchternd gesagt, aber ich empfinde es auch so. Er hat geschrieben, die Brücke zwischen den Affen und den Menschen. Das sind wir. Die Brücke. Wir sind noch nicht im vollen Sinn Menschen.
Und das denke ich mir schon auch manchmal, wenn man jetzt gerade die Welt anschaut, den Herrn Putin und diesen wahnsinnigen Krieg und. Ja, irgendwann müssten wir doch eigentlich die Vernunft einschalten. Wir wollen doch alle nur leben. Eigentlich wollen wir leben. Und das wird aber immer wieder verhindert oder entsetzlich erschwert. Es ist verrückt. Und darum meine diese Ehrfurcht vor den Kleinen, vor den Menschlein, nicht? Vor dem Jesus in der Krippe. Da sollen wir Ehrfurcht haben, aber nicht vor die Herrschaften, die oft so viel Blödsinn machen. Ne? Ja, oder wie er sagt, wir wollen ja nicht, ja, na, das ist im Korintherbrief, ne? Wir wollen ja nicht Herren über euren Glauben sein, sondern wir sind Helfer zu eurer Freude. Ja, wenn zu wer? Wäre ich froh. Ne? Und es ist wirklich, eben wie Min Ringel das Buch geschrieben hat, Religionsverlust, religiöse Erziehung, da haben wir immer geschrieben, zum Teil ist aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft gemacht worden. Und das stimmt auch. Das hat mit Christentum nichts zu tun. Ja? Und das ist eigentlich erschreckend. Aber das hat halt mit Macht und Herrschaft zu tun. Ich meine, wir kriegen das heute so vorgeführt jetzt vor Russland. Wenn man denkt, der Patriarch, der russisch-orthodoxe Patriarch, ist ja ein Kumpel von Putin. Wir waren ja beide, der war ja auch im Geheimdienst. Ja? Er hat mehr als 1000 Kirchen gebaut und renoviert, das hat der Putin veranlasst. Ja, und er hat einen herrlichen Kriegstreiber jetzt natürlich in der Kirche. Und gerade das Volk am Land ist von den Kirchen, vom Patriarchen sozusagen, viel mehr ausgeliefert. Also Sie verstehen, die Gefahr ist immer gegeben, wenn eine Religion sich mit zu viel Herrschaft und Macht verbindet, dann zerstört sie eigentlich ihr Wesen. Das ist so schlimm. Dabei, ich bin überzeugt, Religio religare ist, die Wissenschaftler sind sich nicht einig, brauchen nicht einig sein. Für mich ist klar, dass Religio mit dem Verbundensein zu tun hat. Ich bin ein Stück Natur. Ja? Und ich darf mich nicht überheben. Sonst werde ich überheblich und dann werde ich irgendwie kaputt oder zerstörerisch. Wie ich Hebräisch gelernt habe, das war damals sehr lustig, fürs Doktorat musste man 4 Semester Hebräisch. Und dann jeweils ein Semester Syrisch, Aramäisch und Arabisch. Und mir hat das fasziniert, mir haben die Sprachen irgendwie sehr gefallen. Und das ist mir hängen geblieben, dieser Mythos, dieser Schöpfungsmythos. Wenn man denkt, das war ja vor 3000, 3500 Jahren, ist nicht so klar, war so das wunderbar, dieses Bild, Gott, also wie er den Menschen gemacht hat. Gott nahm Erde und formte daraus den Menschen. Er nahm Erde und hauchte dieser Erde seinen Atem ein. Also wir sind begeisterte Erdlinge, wenn man es wörtlich übersetzt. Adama ist die Erde. Adama. Ja? Adam ist der Erdling. Der Erdling, der aus der Erde genommene. Der mit dem Geist Gottes sozusagen belebt wird. Wir sind hoffentlich lebendige Erdlinge, ist doch herrlich. Das sagt so viel aus, nämlich auch, braucht man nicht, aber ich tue es halt. Die moderne Hirnforschung legt genau das nahe. Wenn wir viel Bewegung machen, werden wir belohnt. Wenn ich meine Langstrecken gelaufen bin, noch 1 Kilometer war, so ein bisschen umschalten. Wenn ich relativ flott begonnen habe und dann ist es wie, haben wir doch ich kann um die Erdkugel rennen. Ja? Weil dann die Glückshormone ausgeschüttet werden. Das Hirn belohnt, was gesund ist. Bewegung. Und das ist schon faszinierend. Und das Hirn belohnt auch das Lachen. Und die Kinder könnten nicht so lustig sein, wenn es nicht diese Automatik gäbe,
Nicht? Lebendig sein wird belohnt. Und bei uns haben wir oft das Gefühl, ja, man geht an den Ruhestand. Was ist denn das? Ruhestand? Das ist ja Krankheit. Ja. Offiziell bin ich Beamter in Ruhe, so heißt es. Ich meine, das ist so wirklich komisch. Ne? Wäre ich arm. Also, Sie verstehen, da ist auch das Menschenbild natürlich, das ihm mit dem Humor zu tun hat, sozusagen. Ja, aber vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal ein bisschen lockern. So, es ist rübergekommen, hoffe ich, was ich gemeint habe, dass Humor was Spezielles ist und dass Witz, Spaß und Sport ihre Bedeutung haben, aber einfach nicht dasselbe sind.